Ich pack's nicht. Unser Gesundheitsminister von den Grünen, der Johannes Rauch, ist mit seinen 64 Jahren anscheinend sexuell weiter als ich. Ich geb's zu, ja. Er macht gerade eine Sexkampagne, was ihm auch schon eine Anzeige eingebracht hat, ja. Und zwar für Blümchensex, Lust auf Lecken, Doggy, dann war auch dabei Scissoring. Ich habe nicht gewusst, was das ist, ja. Scissoring ist Körper aneinanderreiben. Steht auch immer dabei, ja, safe. Ich schätze, da wird der Planer dazwischen sein, ne? Oder Rimming. Ich habe auch nicht gewusst, was das ist. Rimming ist das, was sie ihn dort befriedigt, wo die Sonne niemals hinscheint, ja. Ich schätze, da gibt es ein Zungenkondom, weil auch hier steht dabei, ja, safe. Also, da der Gesundheitsminister Rauch auch die letzten Jahre die Meinungen von Andersdenkenden für den Arsch gefunden hat, hat er ja schon dementsprechend Erfahrung mit am Arsch lecken lassen, jedenfalls, weil alle haben ihn am Arsch lecken können, die anderer Meinung waren. Ja? Sehr witzig in Anbetracht der Tatsache, dass die Grünen damals 2012 den Auftritt von der Gruppe Die Hienichen verboten haben, weil die Texte zu sexuell waren. Zu sexistisch. Genau wie beim Humor.